Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen bei einem neuen Spiel. Und zwar spielen wir Staxel. Und zwar, ich bin nicht alleine hier, denn ich spiele mit dem lieben... Geplayt. Hallo, moin moin. Genau. Wir sind schon hier in unserer kleinen Welt und müssen jetzt noch unseren Avatar hier erstellen. Was ein Zufall. Der sieht ja genauso aus, wie ich ihn haben wollte bei mir. Als hätten wir die Aufnahme jetzt schon zum dritten Mal gemacht. Echt? Bei mir ist der immer noch anders. Toll. Wir haben ja gar nicht viele Anläufe gebraucht, um das hier zu machen. Jetzt können wir den gleichen Witz auch nochmal machen und keiner versteht's. Warte mal, Anni, kick mal die weibliche Figur an und dreh sie seitlich. Das sieht ganz schön komisch aus. Oh Leute, wir haben echt Probleme gehabt, das Spiel hier jetzt gerade ans Laufen zu bekommen und dann die Aufnahme. Aber jetzt dritter Versuch. Jetzt klappt es, Anni, jetzt klappt es. Ja, ich habe auch gerade schon meinen Avatar voll lustig erstellt, aber ja, ich habe es natürlich nicht hinbekommen. Ah, oh, diese Haare sind auch cute. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich nehme die mit dem Blümchen drin. Die sind süß. Das nehme ich. Okay, weiter. Unsere tollen Augen nehmen wir. Was nehmen wir? Klamottentechnisches? Nee. Das finde ich irgendwie nicht so cute. Ach so, da oben muss man das auswählen. Lol. Nee, guck mal hier die Brüste. Das sieht total komisch aus. Das sieht auch komisch aus. Wir nehmen unser Top hier. Unser schönes Top. Ich bin fertig. Ja, das ging irgendwie schnell, ne? So. Das hätten wir uns ja schon mehrfach angeschaut. Passt das jetzt? Ich mach das so. So. Akzeptieren. Ja, okay, das haben wir jetzt auch schon. Wissen wir jetzt, wie das geht, ne? So. Ja, okay. Wo bist du? Bei mir steht Loading. Punkt. Oh. Hallo! Wollen wir gleich mal einen vierten Versuch? Wieso? Ich kann mit dir... Oh, doch nicht interagieren. Ein neues Gesicht, das sieht man hier selten. Oh, du musst Anja Aurora sein. Ich habe einen Erfolg freigeschaltet. Ich rede mit dem Farmfan. Im Namen aller Bewohner in Staxel, willkommen. Ich bin übrigens Farmfan. Ich wurde geschickt, um dir den Einstieg zu erleichtern. Stimmt das? Du willst die alte Farm übernehmen? Man kann sagen, ja, das will ich oder nein. Mach mal ja. Oh, sie nickt. Hervorragend, dachte ich es mir doch. Du bist also bereit, etwas über das Farmen zu lernen? Ich kann dir gerne das Dorf zeigen, um deine Fähigkeiten und deine Fähigkeiten beurteilen. Wir müssen ja sicher gehen, dass du weißt, was du tust. Das ist aber nett, Farmfan. Und dann bekommst du eine Pharma-Lizenz. Ne. Okay. Und man kann sagen, perfekt oder ich glaube, ich passe. Sagen wir mal, perfekt. Anni, ganz kurz. Versuch mal bitte einzuladen über Steam. Bin nicht mehr im Spiel drin. Ist das dein Scheiß Ernst? Es hat nicht geladen. Jetzt komme ich nicht rein. Geplayt. Zu Spiel einladen. Und? Bist du drin? Ich hab dich eingeladen. Warte, es lädt. Loading. Geplayt, hat den Server beigetreten. Es funktioniert! Kein Versuch Nummer 4. Juhu! Yes. So. Warte. Bist du drin, ja? Ich rede gerade noch mit Farmfan. Ja, jetzt bin ich drin. Ich sehe dich auch. Okay. Es hat funktioniert. Bin froh, das zu hören. Ich gebe dir erstmal eine kurze Führung durch die Stadt. Dann gehen wir zur Farm rüber. Ich hoffe, dass du dich schnell hier einlebst und zu Hause fühlst. Okay, wenn du dich verlaufen kannst, kannst du jederzeit auf die Karte schauen. Folge mir! Los! Wir müssen dir folgen! Okay. Oh, ist das cute! Hallo, Iris! Machen wir nicht alle diese Blumen kaputt, wenn wir da drüber latschen? Oh, Farmfan ist zu langsam! Ja? Plaudern. Das ist das örtliche Gasthaus. Geplayt, das ist das Gasthaus. Hallo. Hier kann man den Tag nach getaner Arbeit schön ausklingen lassen. Rowan?
Der Besitzer kennt so gut wie jedes Gerücht im Ort. Du kannst ja kurz mal reingehen. Ich glaube, er hat etwas für dich. Ich warte hier auf dich. Oh, wir können reingehen. Komm. Er hat was für mich. Für mich? Oh, das ist Rovan. Warte, wie plaudert man mit... Oh, ich denke nicht, dass ich dich hier schon mal gesehen habe. Lügst du richtig, Rovan? Bist wohl neu hier, was? Ich bin mir sicher, dass du hier gut reinpasst. Hier, das geht aus Haus. Oh, wir haben Becher Saft bekommen. Hey, Tracht, ich auch. Tracht es als Willkommengeschenk. Ich hoffe, dich hier ab und zu mal zu sehen. Übrigens, das klingt vielleicht etwas komisch, aber gibt es irgendein Tier, das du besonders magst? Oh, ja, ich will einen Hund. Hunde sind die besten. Oh, was für ein Glück du doch hast. Neulich kam ein Händler hier vorbei und beim Sohn der Schwester der Freundin seiner Tante gab es Nachwuchs. Was? Beim Sohn der Schwester der Freundin seiner Tante. Ne, das ist ja quasi wie Blutsbrüder. Läuft. Wenn du wiederkommst, nachdem du mit Farmfan fertig bist, könnte ich ein Junges für dich haben. Ja! Ein Babyhund. Ein Baby. Oh, wir können jetzt trinken. Du brauchst ein... Was? Hey, ich kann das gleich machen. Bist wohl neu in der Stadt, was? Warte, ja. Wie kann ich das jetzt trinken? Ah! So, ich bin fertig mit meinem Drink. Warte, ich rede noch mit Rovan. Ich schaue mir das Übrigens, mal hier das an. Das klingt vielleicht... Hey, Rovan, ich glaube, gibt es irgendein Tier, das du besonders magst? Ja, Hunde sind die besten. Juhu! Oh, was für ein Glück! Ich habe auch Glück, was ein Wunder! Ey, ich glaube, Rovan ist irgendwie so Hunde- oder Katzenhändler. Das sind echt Tierhändler. Ha! Tierhändler hier. Neulich kam ein Händler hier vorbei. Mhm, Rovan, wer ist hier der Händler? Rovan will alle seine Hunde und Katzen aufschwatzen. So, weiter geht's zur Farmfan. Okay. So, ist klar, Rovan. So, Farmfan, wir können weiter. Weiter. Können wir weiter? Ja, machen wir uns auf den Weg. Als nächstes schauen wir den Supermarkt vorbei. Folge mir. Okay. Farmfan ist ganz schön langsam. Oder ich bin einfach nur viel zu schnell. Hä? Jamie, hallo Jamie. Hallo Jamie. Ja. Okay. Plaudern. Im Supermarkt werden Dinge verkauft, die du täglich brauchen wirst. Ne. Jetzt wissen wir endlich, was ein Supermarkt macht. Hier gibt es Tierfutter, Saatgut, Werkzeug und andere praktische Sachen. Während du damit beschäftigt warst, mit Roman zu plaudern, war ich drüben bei den Händlern. Sie sind auf der anderen Seite des Marktplatzes. Sie verkaufen nicht nur Waren, sondern kaufen sie auch an. Du musst das gewünschte Item nur auf den Verkaufsweg legen und anklicken. Diese Samen werden dir gewiss noch nützlich sein. Um sie überhaupt zu nutzen, müssen wir aber erstmal zu deiner Farm zurück. Das perfekte Zeitpunkt, um sich den Weg zu farmen und zurückzumerken. Hier lang. Los, geplayt. Ja. Die Troller läuft ganz schön langsam. Und da ist Oskar. Hallo, Oskar. Lauf. Was ist denn? Hast du dir den Weg gemerkt? Ich nicht. Ich schon. Lauf. Neben dem Rathaus lang. Was ist das denn für ein steiniger Weg hier? Hinter der Bank. Ja. Oh, wir sind da. Plaudern. Hier sind wir, dein neues Zuhause. Oh, das ist voll hübsch hier. Auf den ersten Blick vielleicht etwas abschreckend, aber du wirst dich schon einleben. Du bist etwas außerhalb des Dorfes verglichen mit uns anderen. Wow. Hoffentlich wird dein Haus dich vor der Einsamkeit schützen, sobald es da ist. Falls nicht, komm einfach zu uns die Straße runter. Wir plaudern gerne. Nett. Wir sollten uns wohl mal die Felder ansehen. Folge mir. Mein Gott, immer folgen. Troller ist ganz schön langsam. Ja, okay. Felder... Mit der Hacke kannst du den Bogen umgraben, um Samen einzupflanzen. Oh, jetzt haben wir eine Hacke. Wenn du die Taste gedrückt hältst, kannst du die Hacke aufladen, um einen größeren Bereich aufzuladen. Man kann Hacken aufladen, wow. Versuch's mal und pflanze ein paar Samen für mich. Falls du sie verloren hast, bekommst du welche bei den Händlern in der Stadt. Okay. Hier, mach mal doch hier. Guck mal, hier ist doch wunderschön. Du musst zuerst hacken. Du hast die Samen in der Hand. Ach so. Ah, jetzt. Jetzt habe ich es so schön. Komm mal hier hin. Nicht direkt vor die Haustür. So, und jetzt? Pflanzen.
Zack. Erfolg freigeschaltet. Pflanze einen Samen. I made it. Die Samen wachsen. Sie nickt. Gut gemacht. Hier ist eine kleine Belohnung für deine gute Arbeit. Gießkanne. Oh. Und 200 Blütenblätter. Ich glaube, das ist das Geld. Du kannst die Gießkanne benutzen, um deine Pflanzen zu bewässern. Wenn du deine Pflanzen nicht täglich gießt, vertrocknen sie. Vertrocknete Pflanzen wachsen nicht. Echt, versuch's mal. Oh, 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 okay. Jetzt hier. Bewässern. Zack. Wunderschön. I made it, girl. Ich bin richtig gut. Hallo? So sieht's aus, als ob du das langsam in den Griff kriegst. Hier eine weitere Belohnung. Das finde ich super. 200 Blütenblätter. Bam. Was? Was? Sagt sie. Ich glaube, es wird einige Zeit brauchen, bis sie wächst. Tatsächlich bekomme ich langsam etwas Durst. Brief an Rowan haben wir bekommen. Kannst du diese Notiz an Rowan überbringen und mir was zu trinken holen? Vielleicht hat er sogar ein paar Aufgaben für dich. Ich warte dann hier auf deine Rückkehr. Hä, toll. Ja. Jetzt können wir... Ja gut, dann... Dann geh mal zu Rowan. Ich guck mal, ob die Farmfan auch mal was zu mir zu sagen hat hier. Ja, guck mal. Ah, Namu, wen haben wir denn hier? Geplayt, nicht wahr? Mal sehen. Scheint nicht so, als wärst du auf meiner Liste. Lass mich raten, du bist ein Freund des neuen Farmbesitzers. Willkommen im Dorf. Ich hoffe, du genießt deinen Aufenthalt. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ja, ich bin hier richtig. Noch hier? Hier, Rowan. Dann könnte ich dir eigentlich auch ein kleines Willkommenspaket... Mach's gut, 750 Anne. Blütenblätter, Hundehaus und Farmlizenz. Farmfan hat ich weiter sagen. Zu holen, was? Sie trinkt viel zu viel davon. Ja, gib mir was. Du hilfst mir bei ein paar Besorgen und ich werde sehen, was ich tun kann. Hä, hey, lol. Nichts Großartiges oder so. Was ist? Hast du schon ein Kind? Ich hab eine Überraschung. Das ist eine Bestellung auf die... Wie du vielleicht siehst, bin ich einfach zu beschäftigt, um das Gasthaus unbeaufsichtigt zu lassen. Ja, sehe ich. Okay, jetzt müssen wir an live. Du hast mich jetzt verwirrt. Ich muss zu einem Gemischtwarenladen gehen. Anni, komm mal kurz zur Farm. Aber ich muss zu einem Gemischtwarenladen. Komm mal kurz zur Farm. Warte, ich muss... Warte. Ich hab ein Geschenk bekommen von Farmfan. Ich muss jetzt erstmal hier checken, wo ich hin muss. Hast du einen Hund bekommen? Was? Ah, ich sehe ihn schon! Ah, ein Baby. Huck. Ah, Olive. Oh. Ich will auch einen Hund. Hallo. Wo ist der süß? Okay, ich muss jetzt warten. Ich muss zu dem Gemischtwarenladen. Warte, ich komm mit. Warte, wie kann man nicht so eine Map sehen oder so? M, ja. M? Aber da steht nicht, was ist, oder? Nee. Man kann aber laufen auf der Map. Ja, das sieht extrem aus. Okay, da ist unsere Farm. Gemischtwarenladen. Das muss doch hier auf dem Marktplatz irgendwo sein. Oh. Ist das hier? Lol. Live heißt der. Luftschiffplatz. Lol. Live heißt der. Live? Stachsel, nee, das glaube ich nicht. Das ist... Nee, das ist ein Haus. Handwerkerladen. Woran siehst du das? Da sind Schilder davor. Hier ist ein Supermarkt. Ah, ich hab's gefunden. Plaudern, live. Na, du? Ich betreibe das hiesige Geschäft. Es heißt Live. Komm mal vorbei. Oh, also hat Roman endlich jemanden geschickt, der seine Bestellung abholt. Er hat sich ja lang genug Zeit gelassen. Das ist aber recht langsam komisch. Ich bin froh, dass ich es endlich los bin. Es riecht komisch. Ja, ich habe jetzt einen Hundi. Hier draußen kann es ziemlich einsam werden. Du siehst verwirrt aus. Naja, ist auch egal. Ich habe auch was für dich. Futter ab und Tierfutter. Juhu. Wir verkaufen hier lauter praktisches Zeug. Schau dich ruhig jederzeit um und kauf, was du gerade brauchst. Aber sorg jetzt erstmal für, dass das Paket hier verschwindet. Lange halte ich den Geruch nicht mehr aus. Na toll, ich kann jetzt verschimmelte... Warte, ich muss jetzt erstmal wieder klarkommen. Nee. Oh, hallo. Lol, die Leute verkaufen mir was.
Wir müssen jetzt hier wieder zu unserem tollen... zu Rowan hier. Ah, dieses überwältigende Aroma, sagt er. Er hat sich darauf gefreut, der einnehmende Duft und dieses du willst wissen, was ich in dem Paket ist? Es ist ein spezieller fermentierter Fisch. Es gibt da draußen nur wenige Inseln, die so ein Schätzchen produzieren. Was machst du da? Guck, was der hier im Lager hat. Aber genug davon. Ich kann mir wundern, dass du nichts anderes willst, als dein Tierchen zu sehen. Oha, habe ich dir das noch nicht erzählt? Ich habe dein Haus hier bereits rüber zur Farm fahren geschickt. Ja, weiß ich schon. Ein paar Anweisungen. An Farm fahren. Okay, und vergiss den Saft, den sie wollte. Ich habe bereits zukommen lassen. Nun beeil dich lieber und begrüße deinen neuen Gefährten. Denk dran, du bist hier jederzeit willkommen. Abends ist hier meistens mehr los, also komm am besten dann vorbei. Du solltest jedoch nicht zu lange draußen bleiben. Es ist immer noch am besten, nachts im eigenen Bett zu schlafen. Okay, los geht's! Wir müssen zu unserem Baby. Hat er dir gerade noch eine Hundehütte gegeben? Nee, ein Futternapf und Tierfutter. Ich meinte Rowan. Der hat ja gerade auch noch was gegeben. Ja, einen Brief an Farmfan. So. Trink weniger, du Suppnase. Und wo ist mein Saft? Du hast keinen. Rowan meinte, er hätte sich um alles gekümmert. Oh. Übrigens, ist das der Brief für mich? Zeig mal her. Also, er muss ja nicht gleich so direkt werden. Naja, dann wohl keinen Saft. Die Arme ist schon süchtig hier, Alkoholikerin. Mhm. Zum Glück bin ich eine herzensgute Person, ansonsten hätte ich dein Tier jetzt behalten. Wow. Jetzt haben wir Hundehaus und Namensformular. Ich sollte dir am besten auch noch beibringen, wie man eine Tierhütte platziert. Mit einem Hammer. Ein Hammer wäre schon mal nützlich, falls du noch was ändern willst. Du kannst die Tierhütte ähnlich wie ein Werkzeug benutzen. Wenn du die Taste gedrückt hältst, kannst du die Hütte nach Belieben drehen. Na los, versuch's mal. Benutz mal bitte den Hammer, um die Türhütte hier die erstmal anders hinzusetzen. Das steht nämlich echt kacke hier. Ich habe keinen Hammer. Ich kann nur zerbrechen, steht da. Ne, und sonst? Mach mal zerbrechen. Ich hoffe nicht, dass Olive verschwindet. Warte. Du zerbrichst gerade alles, oder? Ich habe gerade ein Werkzeug aufgeladen. Du sollst einfach nur hier mal die Hundehütte umplatzieren. Da. Aber das geht nicht. Irgendwie. Naja, ich platziere mal die andere jetzt. Wieso haben wir dann zwei? Wie soll ich dir denn geben? Tab ist Inventar. Dann droppen vielleicht? Ja, geht. Und wie hebt man was auf? Den Hammer. Toll. Da, es geht. Hier. Ah, jetzt. Zerbrechen. Oh, jetzt habe ich den Hammer wieder gedroppt. Warte mal. Wo ist Olive hin? Der Hund ist jetzt wahrscheinlich weg, ne? Ja. Warte, ich platziere mal. Warte. Ah. So, ich brauche den Hammer. Gedrückt halten, dann kannst du mit Q wechseln. Ja, warte, sofort. Ach nee, ich kann auch so flügen. Martin, wieso flügst du? Ich dachte, du wolltest die Hunde... Hallo? Mach doch nicht den Rasen. Steht das? Die Hunde, du musst du platzieren einfach da drauf. Warte mal, ich droppe dir den Hammer. Warte. Ach so, jetzt kann ich drehen. So, der Hammer liegt vor dir. Ich hast du immer kaputt gemacht. Sumpfstein. Wenn die Maustaste gedrückt hältst, kannst du drehen mit Q und E. Ja, und wie lasse ich los? Ich lasse jetzt los und dann passiert aber nichts. Die muss auch grün sein, die Hundehütte. Ach so. Warte mal. So. Und wie hebe ich das auf wieder? Tobi und Olive. Ich glaube mit Rechtsklick. Genau. Ah, jetzt haben wir zwei Hunde. Deine Hütte ist irgendwie halb im Haus. Guck dir das mal an. Dann zieh mal den Hammer und zieh die mal nach vorne. Ich kann nur zerbrechen? Ja, das ist richtig. Genau. So, und jetzt? Ja. Soll ich das Hundehäuschen? Jetzt hast du das Hundehäuschen. Ja, warte. Da. Hallo! Guck, perfekt.
Okay, habe ich plaudern. Oh, ah, gut gemacht. Du bist sicher, dass du diese Ausrichtung gefällt? Vergiss nicht, du kannst es jederzeit den Hammer benutzen. Das Tier wird dann sicher verwahrt, bis du in die Hütte wieder aufstellst. Aha. Wenn du die Taste beim Platzieren gedrückt hältst, kannst du die Ausrichtung bestimmen. Dein Haustier wird übrigens ziemlich schnell hungrig. Es wäre wohl eine gute Idee, einen Vorrat an Tierfutter anzulegen. Im Supermarkt wird vieles verkauft, das du im Alltag brauchen wirst. Ich würde dir mal nachschauen. Platzieren und Fütter füllen. Okay, wir sollen jetzt die Näpfe platzieren und Futter da reinfüllen. Okay. Ich habe nur, du hast nur einen Napf. Ja, Tobi, geh weg. Tobi, geh weg. Tobi ist hungrig. Hä? Mach den hier hinten, da, hier am besten einfach. Irgendwo hin. Jetzt. So, und? Da, fest. Oh. Oh, das war's schon. Das war's schon, Boys. Was war das denn jetzt? Ist er happy oder was soll das heißen? Rechtsklick. Da drauf, dann streichelst du die. Tobi ist zufrieden. Und was ist mit Olive? Olive, bist du auch zufrieden? Olive ist zufrieden. Hat Farmpen noch was für dich? Warte. Geht's auch mal weg hier? Plaudern. Großartig, das Futter sollte für eine Weile reichen. Naja, ist schon weg. Ich habe es langsam satt, auf die Ernte zu warten. Magisches Wasser haben wir bekommen. What the fuck? Ich kann mir vorstellen, dass dich mein Gesicht langsam nervt. Oh, ja. Siehst du den Krug mit Wasser, den ich dir gegeben habe? Das ist kein normales Leitungswasser. Magisches Wasser lässt deine Erntepflanze sofort was wachsen. Cool, oder? Einige Händler verkaufen es vielleicht, also achte darauf. Es ist allerdings ziemlich selten und teuer. Gieß es über die gerade Pflanze und ernte sie. Jetzt oder was? Ja, hier vorne. Hier unsere tollen Bewässern. Ja. Habe ich. Nee. Nee, du klickst aufs Falsche. Da. Ja, mach ich. Die Samen wachsen steht dann bei mir. Na, Rechtsklick muss, Linksklick muss machen, wenn du das Item in der Hand hast. Ach so. Ah, lol. Sprichst du mal an, Farmfan wieder, bevor das öffnet? Es sieht nicht so aus, als ob du die Pflanze schon geerntet hast. Oh, ja. Nerv mich nicht. Gieß die Pflanze mit dem magischen Ernte, sie Pflanze ganz einfach. Wie ernte ich die jetzt? Steht da Ach, drauf. Ach da, ernten. Lol. Ja, Hunde, geht weg! Ernten. Zack. So, du hast es geschafft. Gar nicht mal so schwer, oder? Jetzt ist es an der Zeit, dir Registrierungsformular für deine Farm zu geben. Müssen wir jetzt die Steuern bezahlen, oder was? Geh damit so schnell wie möglich zum Rathaus, um dich bei Max zu registrieren. Spezialpaket für deine Farm. Was? Ja? Das war im Spiel. Was ist passiert? Das war... Mir ist ein Tacker runtergefallen. LOL! Oh mein Gott. Was mich angeht, sollte ich dir so langsam mal aus dem Weg gehen. Du kannst mich jederzeit in der Stadt finden. Viel Erfolg! So, und ich würde sagen, zu Max gehen wir in der nächsten Folge, Anni, oder? Genau, diese erste Folge ist jetzt etwas länger, weil die natürlich einen hier introducen wollen und so. Deswegen würde ich sagen, das war's mit der ersten Folge. Ich hoffe, ihr findet es genauso amüsant wie ich das Spiel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also bis später. Tschüss. Tüdelö.